Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Kulturplatz. Heute stellen wir Ihnen die Besten vor, prämiert gestern Abend im Museum für Gestaltung in Zürich. Zusammen mit der Architekturzeitschrift Hochparterre haben wir wieder besondere Leistungen in Architektur, Landschaftsarchitektur und Design gewürdigt. Die Hasen in Bronze, Silber und Gold gibt es bei uns jeweils zum Jahresende und das bereits zum 16. Mal. Eine Auswahl der Projekte jetzt im Überblick. Ein Haus spielt verrückt. Kein Fenster, kein Dach. Das Atelier des Sängers Lennart Bardill. Klingende Wunderlampe. Der Leuchter Allegro sieht nicht nur gut aus, er tönt auch gut. Auf zu neuen Ufern. Der Opfiger Park bei Zürich besticht durch einen künstlichen See. Und Top oder Flop? Am Clubhaus des Golfs Sempacher See scheiden sich die Geister. Not macht erfinderisch. So könnte das Motto für die Architekturprojekte heißen, die uns Bronze und Silber wert sind. Die Baumeister hatten die Aufgabe, mit kleinem Budget Häuser zu planen, denen es an Großzügigkeit und Originalität an nichts mangeln sollte. Hohe Ansprüche, tiefe Kosten. Diese Herausforderung hat die Architekten offensichtlich beflügelt. Entstanden sind eine Bretterbude Deluxe und ein luftiges Atelier. Ein Haus wie eine Steinskulptur. Der dritte Preis für Architektur geht an das Atelier des Liedermachers Lennart Bardill im bündnerischen Scharanz. Größtenteils ohne Dach, mit einem riesigen Hof zu meditieren und zu musizieren. Der Bau aus rotbraun eingefärbtem Beton hat keine Fenster, dafür aber eine Schiebetür. Ornamente. Rosetten aus bäuerlicher Tradition dekorieren die Oberflächen, innen wie außen. Überraschend, der Blick kann durch die Betonskulptur hindurch aufs Dorf schweifen. Dahinter steckt viel Denkarbeit des Architekten Valerio Olgiati. Er arbeitete eng mit Lennart Bardill zusammen, der vor 10 Jahren einen Stall gekauft hatte. Um ihn abreißen zu dürfen, musste das Volumen exakt nachgebaut werden. So will es das Baugesetz. Die Außenform des Neubaus war damit vorgegeben. Für das Dach gab es keine Vorschriften. Also es hat nicht kein Dach, weil das irgendein Thema gewesen wäre, eine Absicht gewesen wäre, ein Haus ohne Dach zu bauen. Das Dilemma war ja, dass wir das Volumen von dem Stall wieder nachfahren und aufbauen mussten. Und der Lennart Bardill hat eigentlich nicht genug Geld gehabt, um das wirklich auszubauen und um das auch genau auszufüllen mit vollem Wohnraum und mit vollem Dach. Oder? Der Bau setzt einen klaren Akzent in der Landschaft. Innen entspricht er den Vorstellungen des Bauherrn. Ich hatte zwei Wünsche gehabt, so ein Architekt. Der eine war, dass ich von meinem Schreibtisch aus auf den Beverin gesehen. Das ist der Hausberg, der Talberg. Und Fenster hat es keins gegeben, dafür eine Türe. Und die zwei Türen, die gibt nachher den Blick frei auf den Norden. Weiss man, wie spät es ist. Und da oben, das ist auch im Beton ein Problem mit der Akustik, oder? Das ist wahnsinnig kalt und als Musiker willst du eine Studioatmosphäre haben. Dann haben wir da oben 20 Quadratmeter Paneele rein, wo jetzt der Schall so sind, dass man da die CD aufnehmen kann. Das Haus, das ich eigentlich als Anti-Haus empfinde, das hat da, wenn ich da schaue, einfach ist es irgendwo im Blau. Ich sehe nur Himmel und es könnte überall sein. Und wenn ich da überall laufe, nur ein Stückchen, dann wird es plötzlich mitten im Dorf, weil da oben hat es Häuser, ein Stall und die Gegensätze von innen und außen, oben und unten, rund und quadratisch, macht es so wahnsinnig spannend hier zu sein. Das Atrium, doppelt so groß wie das Atelier. Dieses Spiel mit Leere und Fülle faszinierte die Jury besonders.
Den zweiten Rang belegt ein Wohn- und Atelierhaus in Lenzburg. Ein Bau aus billig zusammengetackerten Holz und feuerfesten Holzzementplatten. Ein Haus, das aus dem Garten herauszuwachsen scheint. Erbaut für das Künstlerpaar Barbara Müller und Stefan Gritsch, das lediglich 580.000 Franken zur Verfügung hatte. Günstig, aber gewitzt gebaut haben die Architekten Andreas Furimann und Gabriel Hechler. Man ist ein bisschen müde in der Schweiz, hat man Jahrzehnte vom perfekten Detail, von der perfekten Oberfläche geredet. Und das ist jetzt sicher die Antithese. Also das ist wirklich eigentlich in dem Sinn zweitrangig. Die Oberfläche entscheidend ist der architektonische Raum selber. Das Haus ist Wohnraum und zugleich Arbeitsplatz der Künstler. Die Fenster sind so platziert, dass sie selber wie gerahmte Bilder wirken. Die Räume sind raffiniert verschachtelt, mit einem anderthalbgeschossigen Wohnraum als Zentrum. Auch innen wurde günstig gebaut. Die Wandverkleidungen unverputzt und schlicht festgenagelt. Alles ist gewollt unperfekt und gerade darum auf die kreativen Bewohner zugeschnitten. Man hat gewusst, dass sie die meiste Zeit daheim verbringen, dass sie sehr viel Raum brauchen, dass sie sehr expansiv sind mit ihren Gegenständen, man kann sagen chaotisch. Und man hat schon eine Bühne schaffen, wo dann das sich auch wirklich bestens entfalten kann. Die Künstler wollten übrigens lieber ihre Kunst sprechen lassen, als selber vor die Kamera zu treten. Mit wenigen Mitteln viel erreicht. Das Haus Müller-Gritsch zeigt, dass günstiges Bauen nicht langweilig sein muss. Kleines Budget, originelle Lösungen. Vorbildlich einfach. Baumarkt statt Bauhausästhetik. Vielleicht für so manchen Bauherrn ohne Millionenbudget die Lösung. Eine Lösung ganz anderer Art hat die Stadt Zürich gefunden. Als Wunder von Zürich hat sie bereits Schlagzeilen gemacht und die Stadt vor der Schmach bewahrt, nicht für die Euro 08 gerüstet zu sein. Das Wunder heißt Letzigrundstadion. Geplant war ja eigentlich der Neubau eines anderen Stadions, nämlich des Hartturm. Doch das juristische Hickhack zog den Baubeginn dermaßen in die Länge, dass die Bagger in Windeseile zum Letzigrundstadion umgeleitet wurden. Eine Notlösung? Im Gegenteil. Noch nie war sich eine Jury so einig. Das Letzigrundstadion ist die neue Perle von Zürich und ganz klar Gold wert. Gold gibt es für das Stadion Letzigrund in Zürich. Eines der schönsten städtebaulichen Projekte der letzten Jahre. Eine elegante Architekturskulptur. 7 Meter in den Boden versenkt, liegt sie wie eine Muschel im Erdreich. Darauf sind die Architekten Eraldo Consolascio und Marie-Claude Petrix besonders stolz. Und auf ein weiteres Highlight. Das andere Besondere ist natürlich das große Dach, das ruhige Dach, also kein Labyrinth aus Stahl und Seile und so weiter, sondern eine ruhige Fläche, eine fast wie ein Parkett über die Köpfe fliegt. Ein Dach aus 240 Kilometer wetterfestem Robinienholz, getragen von Stützen aus Stahl. Leicht verdreht angeordnet, scheinen sie zu tanzen. Eine Meisterleistung der Ingenieurstechnik.